Gumo Freunde und willkommen zu einem weiteren Video. Wir gucken uns heute vom lieben Alpha Kevin, den ich sogar gestern zufälligerweise getroffen habe, ein Video an. Und zwar, deswegen sollte sich 24 Tim löschen, die Schattenseite des Influencers. Ich hatte ja auch schon die ein oder andere Erfahrung mit dem lieben Tim und deswegen dachte ich mir, ey, lass uns mal wieder rangehen. Ich bin sehr gespannt, was Alpha Kevin noch so zu berichten hat. Abfahrt, let's go, rein da! Sehr geehrte Damen und Herren, heute geht es um 24 Tim, einer der polarisierendsten Influencer in Deutschland. Der TikToker 24 da bin ich! 24 Tim wird nämlich von vielen Accounts momentan heftig dafür kritisiert, dass er die Naturkatastrophe ausnutzt, um Leute auf sein Instagram bzw. auf seine Instagram-Stories zu blocken. 24 Tim geht mir 24/7 auf die Nerven. Ja, ich checke, dass er so ein bisschen hart Clickbaiting macht, aber wer kann sich das dann bitte angucken und es auch noch liken? Digga, nimmst du auf, wie ein Mensch gerade ertrinkt oder was? Alter, Bruder, bist du dumm? Boah, ich muss aber sagen, die Inszenierung ist bis jetzt gut geglückt von Kevin. Oder was? Was ist denn mit dir? Das, meine liebsten Freunde, waren Reaktionen auf 24 Tim. Und um es schon mal vorab zu sagen, dieses Video behandelt vor allem die Schattenseite seines Erfolges. Es geht nämlich hierbei um das Ausnutzen einer Flutkatastrophe, die Fehlhaltung von Haustieren, Depressionen. Oh, das mit den Haustieren kenne ich noch gar nicht. Depressionen und Burnout. Das kenne ich auch nicht. Dein Lied Bling Bling, die Reaktion. Okay. Das Lied Bling Bling. Auf Heidi Klum Standing und zu guter Letzt das nicht aufgelöste Gewinnspiel. Und das nicht aufgelöste Gewinnspiel. Was ist denn das eigentlich, dass halt irgendwie keiner die Gewinnspiele hier auflöst? Hä? Was ist denn das? Davon haben sicherlich schon die meisten von euch mitbekommen. Als im Sommer letzten Jahres die Flutkatastrophe ausbrach, war in ganz Deutschland eigentlich nur pure Verzweiflung zu sehen. Nicht nur, dass Menschen ihre Existenzgrundlage verloren haben oder auch Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Nein, auch Politiker haben sich auch aufs Letzte blamiert und auch Der Armin Lacher. Ich glaube, der Armin Lacher hat ihm tatsächlich Kanzlerschaft gekostet. Influencer trugen zu diesem peinlichen Verhalten mit bei. Und genau so machte es auch 24 Tim in dieser Zeit. Denn der schon damals extrem große TikToker war sich nicht zu schade, genau in dieser Zeit immer wieder Werbung für seinen Instagram-Kanal zu machen. Und genau das auf Kosten der Notsituation in Flutgebieten. Ich habe übrigens noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das gerne an, Leute. Das ist einfach gerade nicht mehr lustig. Digga, dieses TikTok war wirklich dumm von ihm. Wenn ihr sehen wollt, wie meine Eltern nachher reagieren, dann schaut euch definitiv meine Story an, da gibt's die Reaktion. Wenn ihr kranke Überschwemmungsvideos sehen wollt, dann schaut euch jetzt meine Story an. In meiner Story geht's jetzt weiter, verpasst es nicht. Das habe ich sogar so gecuttet. Ich habe sogar die Musik drunter gelegen. Hä? Kevin, das hast du dir aber sowas von meinem Video gestealt. Ich nehme euch jetzt in meiner Story mit. Jetzt mal in die Wohnung rein und in den Keller. Falls ihr es sehen wollt, schaut euch meine Story an. Story geht's weiter, also verpasst es nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch jetzt meine Story an. Weil diese Clowns-Musik, die benutze ich immer bei solchen Sachen. Ich nehme euch mit. Dann schaut euch gerne meine Story an. In meiner Story seht ihr übrigens wie eine Story. Ich habe übrigens noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das gerne an, Leute. Dummheit, die man bei anderen sieht, wirkt meist erhebend aufs Gemüt. Das Zitat fühle ich. Und nachdem er dort unzählige Male seine eigenen Stories beworben hat und mir echt schon schlecht dabei wurde, hatte dann TJ ein extrem starkes Video gegen 24 hochgeladen. Danke dir, Bruder. Und anstatt, dass er sich jetzt einfach dafür entschuldigt, für dieses Fehlverhalten, sieht er einfach die Kritik als Hate an und lacht danach noch darüber. Das, was YouTuber dargestellt haben, ist einfach falsch, teilweise, weil sie mich als Person nicht kennen. Und deswegen finde ich es ganz schwer, ein Hate-Video zu machen, mich aber als Person nicht zu kennen. Das ist ja wie dieses, der kann mich gar nicht kritisieren, der kennt mich ja gar nicht. Ich finde, dann kann man vieles nicht neutral darstellen, ist meine Meinung. Aber trotzdem, was sie in den Hate-Videos teilweise gesagt haben, verstehe ich total. Weil diese Hate-Videos, Bro. Es waren keine Hate-Videos. Ich es so auch nicht nochmal machen würde. Dann schreibt mir gerade meine Managerin, ob ich eine Kooperation schon fertig habe. Nein, habe ich noch nicht. Ich befinde mich gerade in einem Krisengespräch. Bro, du befindest dich gerade eben wirklich in einem Krisengespräch. Also hier geht es gerade wirklich um eine Naturkatastrophe. Und anstatt sich einsichtig zu zeigen, nimmt er die Kritik scheinbar nicht mal wirklich für voll. Also ganz starke Sache, so mit diesem Thema umzugehen, obwohl bei dieser Flutkatastrophe leider... Übrigens, ich habe übrigens bei Kevin das Gefühl, dass er mir so richtig gegenüber sitzt gerade irgendwie so. Mein Monitor ist recht groß und von den Proportionen könnte es so passen, dass er mir einfach exakt gegenüber sitzt gerade. Da auch Menschen gestorben sind. Und jetzt fragen sich vielleicht einige, warum denn das jetzt so extrem makaber ist. Ich meine, er hat einfach nur ein bisschen Werbung gemacht für seinen Instagram-Account. Nun ja, hätte er die Werbung bloß für seinen Instagram-Kanal ohne wirklichen Hintergedanken gemacht, dann wäre das zwar Grund genug zum Aufregen, aber nicht... Aber es war auch noch ein Placement währenddessen in der Zeit in seinen Stories. Immer dazu aufgerufen, ja, guck dir meine Stories, aber dann hat er irgendwie so ein Limo-Placement auch so da gehabt. Um sich noch mehr aufzuregen. Aber dieser Tim hat diese Menge an Story-Views in Instagram extra dafür genutzt, um dann Werbung zu schalten. Gut, extra dafür weiß ich nicht, aber es war natürlich sehr ungünstig, dass eine Werbung da war. Für die Limo. Und wenn du dann Stories mit extrem viel Reichweite hast und dann auch noch Werbung schaltest, bekommst du umso mehr Geld für diese Werbung. Na, das stimmt nicht so ganz. Meistens steht vorher schon fest, wie viel Geld du bekommst. Also,
ich sag mal so, Tim hat so, wie viele Storyviews wird er so haben? Einen Plan so. Er hat viel mehr Follower als ich, ne? Ich habe 50.000 Storyviews so im Schnitt. Der hat über so 1 Million Follower. Aber die werden wahrscheinlich nicht prozentual so aktiv sein. Ja, der wird schon seine 300.000, 400.000 Storyviews haben, so im Schnitt so. Und dann hat er halt mit der Flutkatastrophe irgendwie 500.000 Storyviews mal gehabt. Vielleicht. I don't know. Aber im Vorfeld steht schon fest, wie viel Geld du dafür bekommst. Sagen wir mal, die haben ausgehandelt, ey, der bekommt irgendwie für die Story irgendwie 20.000 Euro oder sowas. Könnte tatsächlich sein. Oder 15.000, keine Ahnung. Und nur wenn er dann mehr Storyviews hat, dann bekommt der in dem Moment nicht mehr Geld. Aber es kann natürlich sein, dass er in zukünftigen Kooperationen mehr Geld bekommt. Das kann natürlich sein. Also hat er seinen eigenen Instagram-Account nur dafür gepusht, um mehr Geld aus der ganzen Situation zu ziehen. Und natürlich, um mehr Reichweite daraus zu bekommen, um später noch davon zu profitieren. Und das macht das Ganze noch deutlich schlimmer. Und da sind wir jetzt noch nicht mal am Ende. Denn TJ hatte unter anderem auch noch aufgezeigt, wie er die ganze Katastrophe ausgenutzt hat. Und zwar hatte 24Tim eine Zeit lang ein Kuscheltier im Store. Oh ja, das war Kuscheltier war auch noch. Oh, welches sich Taco nannte. Dieses Kuschelkissen war aber schon im Binnen von 30 Sekunden komplett ausverkauft und demnach hat er sich gesagt, ey, für meine Community verlose ich noch ein letztes Taco-Kissen. Und so schrieb er auf Instagram Folgendes zu diesem Kissen. Ich würde meine Reichweite heute gerne mal für einen guten Zweck nutzen. Wie ihr wisst, geht es aufgrund des Unwetters sehr vielen Menschen, Familien mehr als nur schlecht. Viele vermissen immer noch ihre Angehörigen und extrem viele sind deswegen auf Spenden angewiesen. Habe lange mit meinen Eltern überlegt, wie ich mich daran beteiligen kann. Neben privaten Spenden meinerseits dachte ich, dass ich das allerletzte Taco-Kissen für diesen Zweck verlosen werde. Das einzige, was ihr machen müsst, könnt, das Bild liken, kommentieren und mir dann einen Screenshot von eurer Spende schicken. Also das Ding ist, wenn es ihm darum gehen würde, einfach nur Spenden zu sammeln, würde er sagen, ja, man muss das Bild nicht liken und kommentieren. Die Organisation und der Betrag sind hierbei nicht entscheidend, denn jede Spende hilft. Was zum Teufel bin ich lesend? Also man muss extra den Beitrag liken und kommentieren, damit natürlich sein Beitrag in seinen Account noch mehr gepusht wird. Und dementsprechend hat dieses Bild auch ganze 246.000 Likes bekommen. Wild. Da kann schon mal die Spende so ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil theoretisch hätte er auch einfach nur aufrufen können, dass man einfach spenden soll, dann den Beleg schicken soll und dann kann man dort mitmachen und mehr ist. Also klar, zu Spenden aufrufen, coole Aktion auf jeden Fall, aber dieses irgendwie noch künstlich versuchen, irgendwo Reichweite rauszuschlagen, ist irgendwie so ein bisschen wack. Aber das wirklich Ekelhafte kommt ja erst jetzt an der ganzen Story. Denn wie er meinte, war es wirklich das allerletzte Taco-Kissen, welches dann für die Community nochmal verlost wurde. Ja, war es aber nicht. Es gab noch einen Refund. Doch, wie ging es jetzt weiter? War das Ganze wirklich das allerletzte Taco-Kissen, welches verkauft wurde? Oder hat er am Anschluss dann noch ein paar Storys rausgehauen mit folgenden Worten? Ich habe ein bisschen Angst vor euch. Die Kissen waren gerade in 30 Sekunden ausverkauft. Wir produzieren gerade noch mal ungefähr 4.000 bis 5.000 Kissen. Dass ihm überhaupt noch irgendjemand auch nur ein einziges Wort glaubt, ist mir absolut schleierhaft. Okay, da wurde mal eben ganz schnell aus dem allerletzten Taco-Kissen die allerletzten 4.000 bis 5.000 Taco-Kissen. Und das Geld schmeckt natürlich ordentlich bei seiner Reichweite und wenn er vor allem weiß, dass die Leute das auch kaufen werden. Was allerdings nicht ganz so sehr schmeckt, ist der Umgang mit Hamstern. Alright. Oh, da war gerade ein Fehler drin. Dein erster Song, bling bling. Fehler, Dirk von Hamstern. Okay. Was hat er mit Hamstern zu tun? Was hat er mit Hamstern gemacht, Digga? Was vielleicht allerdings nicht so viele Menschen... Okay, da waren irgendwie gerade ein Fehler drin, aber... Wayne. ...wissen ist, dass 24Tim selber einen Hamster hat, beziehungsweise auch sein Umfeld Hamster hat. 24Tim hat nämlich auch für so eine Haltung jede Menge Menschen, die sich bestens mit der Haltung von Hamstern auskennen und ihm dann Tipps geben dafür. Und demnach kooperierte er auch mit der Organisation und auch mit der Seite Hamsternest Nordwest zusammen. Das ist halt eine freiwillige Organisation, die sich halt genau für diese Tiere einsetzt und auch Tipps gibt, wie man mit Hamstern umgehen sollte, was man machen muss und so weiter. Und das haben sie auch bei Tim und auch bei Alicia, also einer sehr guten Freundin von ihm, getan, die sich gerade eben mit Tim zusammen einen Hamster zugelegt hatte. Hierbei riet dann nämlich die Organisation davon ab, dass man einen Hamster von zum Beispiel Fressnapf kaufen sollte, denn da sollen die Umstände für solche Tiere extrem schlimm sein und sowas sollte man einfach nicht unterstützen. Und demnach ist Tim zu einer Bekannten namens Hannah gegangen, die selbst Hamster züchtet und von dort hat er sich einen Hamster zugelegt. Ist doch nice bis jetzt. Jetzt kommt aber das ganz Komische an der Sache. Die Seite Hamsternest Nordwest schrieb nämlich zu der Anschaffung Folgendes. Zusätzlich wurde ein Hamster von Fressnapf besorgt, kann aufgrund des Winterfells zu 100% identifiziert. Und der Community erzählt, es wäre ein Hamster von Hannah, die nicht seriös züchtet. Ja, okay. Das dann die Leute anzulügen, ist natürlich wack. Also das Ding ist, ein Hamster von Fressnapf zu kaufen, ja, ist halt so, okay, vielleicht nicht das Beste, aber okay, come on, dafür kennst du jetzt niemanden, ne? Aber halt die Leute anzulügen, ist halt dumm. Hä?
Sag mal, wenn das stimmt, dann würde das ja bedeuten, dass er da gelogen hat, um kein Hate zu bekommen, weil er einen Hamster von einer Kette gekauft hat und diese Hamster dort gelitten haben und er das Ganze damit auch noch unterstützt. Doch es geht noch weiter, denn diese Inhaber dieser Seite haben sogar Tim extra ein kostenloses Paket zur Verfügung gestellt, damit er alles für den Hamster einrichten kann und das Ganze artgerecht geschieht. Doch Tim und Alicia hat dieses Paket offenbar einfach gar nicht gejuckt und einfach alle Sachen für den Hamster von Fressnapf gekauft, obwohl diese halt nicht ganz so artgerecht sind. Und so schrieb nämlich diese Hamster Organisation weiterhin. Seit dem 19.02., was nun fast 2 Monate sind, berate ich Tim und viele seiner Fans über die artgerechte Hamsterhaltung. Was heißt artgerechte Haltung? Wie groß? Welches Zubehör? Kein Nadelholz, Einstreu, Deckel, Futter und wo man nichts Artgerechtes finden kann. Ich habe ein riesengroßes Paket mit unzähligen Sachen fertiggestellt, wobei der Geldwert da nicht relevant ist. Das habe ich gerne gemacht, in der Hoffnung, dass die artgerechte Hamsterhaltung publik wird. Wirklich benannt wurden wir dafür nicht, denn wir waren nur irgendwelche Fans, die einen Hamster halten. Was passiert 2 Tage später? Tim geht mit Alicia in den Fressnapf- und Terroristikläden und stellt alles für einen Hamster zusammen, inklusive Hamster von Fressnapf. Wie Zuchtfarmen diese Zooladentiere vermehren, habe ich bereits gezeigt, war aber nicht relevant. Alicia meldet sich dazu gar nicht und löscht alle kritischen Kommentare. Wie das Gehege aussieht, unter Mindestmaß mit Gitter, Nadelholz, keine Mehrkammerhäuschen und vieles mehr. Du kleiner, kleiner Go. Also... Ah, Digga, Apu Redman. Ja, okay, ist natürlich nicht so cool, wenn man beraten wird, wie man Hand hält und das dann das exakt Gegenteil macht, so, ja. Die schicken denen einfach ein komplettes Paket mit artgerechten Dingen zu und dann kaufen die einfach nur Sachen von Fressnapf. Das ist halt einfach extrem bitter. Zum einen für die Seite, aber natürlich auch für die Tiere. By the way, wurden diese Hamster auch immer wieder für Storyposts und auch irgendwelche Beiträge geweckt und das ist auch nicht so cool für so kleine Tiere. Und außerdem wurden hierbei auch noch kritische Kommentare gelöscht, was man bei denen aber schon relativ gewohnt ist, denn wenn man Tim für etwas kritisiert, dann stempelt er das auch gut und gerne einfach mal als Hate ab. Burnout und Depressionen. Alright, was kommt jetzt? Das ist ein sehr heikles Thema, Digga. Sache, die echt ultra unangenehm ist, was aber wirklich so passierte. 24Tim hat nämlich über die Probleme mit seiner Mutter gesprochen. Hierbei ging es aber wirklich diesmal darum, dass die Mutter Probleme hatte und es auch so wirkte, als würde sie gar nicht so krass gern darüber reden wollen. Denn seine Mutter hatte nämlich zu diesem Zeitpunkt Burnout gehabt und anschließend auch noch Depressionen bekommen. Mama und ich wollten euch jetzt noch sagen, was mit Mama das ganze letzte Jahr oder so gut wie das ganze Jahr los war. Willst du das sagen? Ja, ich war krankgeschrieben wegen Burnout, Depression kann man jetzt nennen, wie man will wahrscheinlich. Erstmal gute Besserung an die Mom. Gute Besserung. Ja, und ich glaube, Depression ist schon das Größte, was man dazu sagen kann. Ja. Ich muss sagen, ich war am Anfang, habe ich das gar nicht so krass ernst genommen, aber dann hat man gemerkt, dass es doch für Mama sehr schlimm war und deswegen, ja, und das hat natürlich dann auch die ganze Familie so ein bisschen mit runtergezogen. Aber alles okay. Anstatt aber aufbauende Worte vor einem Millionenpublikum zu äußern, sagt er einfach, dass das die Familie runtergezogen hat. What the fuck bin ich hörend? Gerade in der Öffentlichkeit. Ja, aber guck mal, hier muss man sagen, hätte die Mom was dagegen, was er da sagt. Guck mal, die Mom ist eine erwachsene Frau. Die kann da selber sagen, stell das nicht ins Internet oder sag das anders oder bababa. Also sie kann sich selber verteidigen gegenüber ihrem Sohn. Also ich finde, da muss sich keine weitere Person einmischen. Und das irgendwie kritisieren, was er da hochgeladen hat. Sollte man vielleicht nicht so darüber sprechen. Und was mich bei der ganzen Sache auch noch ein wenig entsetzt hat, ist, dass er mit 20 Jahren die Depression nicht ernst genommen hat. Ich muss sagen, ich war am Anfang, habe ich das gar nicht so krass ernst genommen. Wie kann man mit 20 Jahren so etwas nicht ernst nehmen? Also ich meine, Depressionen sind allgegenwärtig. Ich weiß nicht, ob er ernst genommen meinte oder ob er meinte, ich habe es gar nicht so krass realisiert, wie schlimm Depressionen sein können. Ich glaube, das wollte Tim ja aussagen. Also hier muss ich ihn, glaube ich, ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, hier werden ihm einfach so ein bisschen die Worte umgedreht von Kevin. So, also Kevins Kritik kann man... Also man kann das schon so sagen, so ist es nicht, aber das ist so ein Familiending irgendwie. Irgendwie will ich mich bei sowas nicht einmischen. So. Das ist, wenn die Mom was dagegen hat, was er gesagt hat, dann kann sie sich selber melden. So. Man spricht extrem oft darüber und man wird mittlerweile darüber auch ziemlich gut aufgeklärt. Also man sollte sowas definitiv ernst nehmen. Aber gut, darüber muss ich jetzt nicht weiter urteilen. Ich finde es jedenfalls komisch, wie er darüber mit seiner Mutter gesprochen hat und wie er über seine Mutter demnach gesprochen hat. Und ich hoffe... Ja, das kann man ja komisch finden, das ist ja okay. Ich hoffe, kein Depressiver hat jetzt Angst davor, sich damit zu outen, weil er denkt, er zieht damit die Familie runter. Also es ist einfach unglaublich wichtig, mit engen Bekannten oder auch Verwandten genau über solche Probleme zu sprechen, denn nur damit kann dir geholfen werden und das tut dir auch selber gut. Und ich denke, jeder ist wirklich dankbar über Offenheit und Transparenz seiner eigenen Person. Dein erster Song, Bling Bling, der war sehr wild.
Jeder hat. Okay, das Ding ist, der Song war natürlich kacke. Man kann kritisieren. Also, was heißt kritisieren, dass er kacke ist? Aber das ist ja einfach so ein Geschmacksding. Der war halt kacke. Punkt. Frage ist jetzt, was die Kritik daran? Du kannst ja nicht sagen, okay, dein Song war kacke, deswegen mache ich ein Kritikvideo gegen dich. Das ist ja, ja, komm, war der erste Song. Ja, die meisten ersten Songs sind kacke. Hast du mitbekommen, 24 Tim hat erst vor kurzem ein Musikvideo hochgeladen, welches der absolute Überkracher war. Und das Musikvideo hat einfach 200.000 Euro gekostet. Das war wirklich crazy. Endlich bekam das Video auch jede Menge Klicks und auch jede Menge Aufmerksamkeit, jedoch auch sehr, sehr viel Hate, beziehungsweise Kritik. Und anstatt man jetzt einfach mal die ganzen Kommentare sagt... Ey, da bin ich wieder, da oben. Ich wurde aber geclaimed, Digga, der hat sich meine 400.000 Views einfach reingesnackt, Digga. Ich habe keinen Cent an dem Video verdient. Digga, das waren bestimmt 2.000 Euro. Sich die 2.000 Euro einfach reingesnackt. Sammelt und sich ein Resümee daraus zieht, um dann später auch daraus zu lernen, macht es Tim nämlich ganz anders. Denn 24 Tim stempelt generell kritische Kommentare auch gerne mal als Hate ab. Und da nun mal der Song relativ viel Kritik abbekommen hatte, sagte er, dass es eigentlich nur an der Provokation des Musikvideos lag. In dem Video trage ich hohe Schuhe, ein Kleid, Perücke, twerke ein bisschen so wie Nicki Minaj oder auch Katy Perry oder Miley Cyrus oder whatever. Und ich bin ein Junge, der das macht. Und das Video hatte, glaube ich, jetzt nach 2,5 Tagen 4,1 Millionen Aufrufe, könnt ihr auch immer noch schauen. Und das alleine der Fakt, dass ich das alles mache in dem Video, dass das die Leute so triggert, dass so viele Aufrufe... Nee, Digga, das ist halt wack, das sozusagen. Die Leute haben es halt, fanden es halt scheiße, weil der Song halt kacke ist. Also sorry, aber der war halt kacke. Punkt. So eine Aufmerksamkeit. Klar, man kann ihn auch mögen, Geschmackssache, ne, alles klar, aber viele fanden ihn halt kacke. Das zeigt leider immer noch... Das ist alles nicht normales. Ich habe so viele Reaction-Videos gesehen, als ich dann angefangen habe zu tanzen oder als ich reinkam mit den hohen Schuhen, haben so viele gesagt, ja, also es gibt irgendwie Leute, die es gesagt haben, das habe ich auch mitbekommen. Klar, diese Leute natürlich gigalost, aber das war nicht der Main-Kritikpunkt, Bro. Oh mein Gott, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Und wer jetzt denkt, dass selbst wenn 1 Million Leute mich hassen oder 3 oder 5 Millionen, wenn deswegen Leute denken, dass ich... Bei 6 Millionen ist aber Schluss hier. ...nicht mehr für das einstehe, was ich denke, dann tut ihr mir leid. Ich lasse mich davon auf gar keinen Fall unterkriegen. Also anstatt der anerkennt, dass es musikalisch nicht gut war, sagt er, also ich als Junge habe feminine Bewegungen gemacht. Warum das Ding ist, Tim könnte ja einfach Beispiele nennen, so nach dem Motto, er hat das gesagt, er hat das gesagt, er hat das gesagt und dagegen bin ich. Na, aber macht er halt nicht. Auch deswegen wurde das so gehatet. Nein, es gab zwar sicherlich ein paar homophobe Vollidioten, die das nicht gefeiert haben aufgrund des Musikvideos, aber du wurdest nicht hauptsächlich deswegen gehatet. Du wurdest vor allem deswegen kritisiert, weil die Musik einfach nicht gut klang. Also ich als neutraler Zuhörer habe das gehört und... Okay, es gibt keinen neutralen... Kevin, ganz ehrlich, es gibt keinen neutralen Zuhörer. Wir sind alle nicht neutral. Jeder ist voreingenommen. Also vor allem bei Musik gibt es keinen Neutralität. Also es gibt auch Leute, die finden es geil, den Song. Die hören den rauf und runter. Der hat ja auch ein paar Millionen Views gehabt. Der Song hat ja nicht ein paar Millionen Views nur wegen Hate, sondern der Song hat auch ein paar Millionen Views halt, auch weil Leute den halt eben cool fanden. Und fand das einfach extrem scheiße. Und das, obwohl ich das Musikvideo verteidigt hatte und auch die Message dahinter nicht schlecht fand. Musikvideo war cool, Message war auch cool. Song war kacke. Und dass es natürlich Reaktionen gab, die unter die Gürtellinie gingen, das ist natürlich absolut beschämenswert, aber das zeigt nicht das komplette Bild. Denn hierbei wird wieder sämtliche Kritik als Hate pauschalisiert, um sich damit noch mehr zu pushen, was übrigens absolut der falsche Weg ist und somit wird eine musikalische Weiterentwicklung bei 24 Tim niemals stattfinden. Außerdem hat es auch einfach jeden abgefuckt, wie er alle 5 Sekunden seinen eigenen Song in seinen Instagram Stories beworben und auch weitergepusht hat, damit er auf Platz 1 in den Charts kommt. Und ich betone nochmal, wir können das schaffen. Aber ich wollte nur sagen, wir können das schaffen. Also ich betone nochmal, wir haben super viele Leute, die in unserer Community sind, deswegen... Bro, 900.000 Storyviews ist wild. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir haben es bei Spotify auf Platz 14 geschafft. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder Platz 30 und das alles nur durch Streams. Also falls ihr Apple Music habt, falls ihr Deezer habt, falls ihr Amazon Music habt oder falls ihr Spotify habt, streamt den Song. Ihr wisst, wie viel mir das bedeutet. Ihr seid euch super, super dankbar. Ihr wisst gar nicht, wie viel wir schaffen können. Ihr wisst gar nicht, wie viel Geld mir das bringt. Einfach der Mann. Okay, wir haben es ja verstanden, dass du so viel schaffen kannst. Und die Message von dem Lied, das war ja auch komplett in Ordnung. Jedoch, so eine penetrante Werbung zu machen, provoziert halt auch viele und das... Ja, natürlich, klar, finden es dann viele Kacke. ...das gerade kritisiert. Und dann braucht man sich nämlich auch nicht über Gegenwind aufregen. Denn mit seinem ersten Song zu verlangen, dass es erstmal in die Charts, in den Top 10 kommt, das ist eigentlich frech für jeden, der eigentlich schon jahrzehntelang Musik macht. Was übrigens noch dazu kam, war die Aufregung bei dem ganzen Musikvideodreh. Und zwar gab es eine Darstellerin, welche sich nicht komplett nackt zeigen wollte. Und anstatt... Oha! Also die Story kenne ich noch gar nicht. ...das zu akzeptieren, reagierte 24 Tim folgendermaßen. Ist es dein Ernst, dass du mir jetzt ernsthaft absagst? Ja, natürlich. Ja, ganz ehrlich, eigentlich ist dein Musikvideo gar nicht.
Was für die eine Stelle geht? Du hast mir am Anfang gesagt, alles ist für dich in Ordnung, dass wir das machen. Das juckt dich nicht. Ich mache wirklich viel, aber wenn ich dann nackt frage. Oh, weil du dich out-esst, ist das dein Ernst? Sorry. Es haben alle abgesagt, das weißt du ganz genau. Ja, ist mir egal, ich sag auch ab. Guten Night. Ja. Opfer. Also, weißt du. Warte mal, war das gerade real oder was gespielt? War das gerade real, dass er pisst war, dass sie nicht nackt vor der Kamera twerken wollte? Okay, WTF. Dass sie sich jetzt nicht komplett nackt zeigen wollte, ist sie ein klassisches Opfer. Tim, ich dachte, Respekt und Toleranz steht bei dir an erster Stelle. Also warum regst du dich dann darüber auf, wenn ein Mädchen nicht möchte, dass es komplett nackt gezeigt wird? Oder sind dir die Prinzipien egal, solange es für deinen Nutzen ist? Ich weiß ja nicht, aber kommen wir jetzt einfach mal zu aktuellen Themen. Die Liebe zu Heidi Klum, ja, die, ja. Ich guck erstmal, was Kevin zu sagen hat. Okay, nicht falsch verstehen. Tim hat nicht Heidi gefragt, ob sie ein Paar sein können und er sie dann auch extrem liebt. Aber tatsächlich ist für 24 Tim ein Traum in Erfüllung gegangen. Und zwar konnte er für Heidi Klum oder mit Heidi Klum einen Catwalk durchführen und das sei ihm auch gegönnt. Was allerdings nicht ganz so nice ist, das sind provokante Posts gegenüber den Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen, die sich aufgrund eingeölter Füße und auch zu kleinen Schuhen entweder blamiert oder auch verletzt haben. Denn Tim schrieb in einem Post folgendes. Ein Catwalk mit Heidi Klum und ich bin nicht hingeflogen, obwohl mein einer Schuh kaputt gegangen ist. Kurz vorher. Und Heidi hatte auch nicht vor, meine Füße einzuölen, so wie sie selbst sagte. Eventuell war das ihr Statement dazu. Sie war wirklich ultra sympathisch und bildschön. Okay, also es melden sich jede Menge Kandidatinnen, die darüber berichtet haben, dass ihre Füße eingeölt wurden und die Schuhe zu klein waren und demnach haben sie sich dabei auch verletzt und sich in aller Öffentlichkeit blamiert. Und 24 Tim schreibt dann so eine respektlose Scheiße. Ja, cooler Post, Tim, Digga. Das ist das richtige Statement, was man der Welt geben sollte. Obwohl er gar nicht Bescheid weiß, was alles so im Hintergrund und abgelaufen ist. Absolut peinliche Aktion, aber hey, ich meine, das ist ja sein Idol. Und gegenüber seinem Idol darf man niemals Skepsis zeigen. Tim bekommt Klage von Zuschauern. Oha! Tim hat einem Zuschauer, der bei seinem Gewinnspiel gewonnen hat, einfach den Preis nicht zugeschickt. Und nun hat der Zuschauer rechtliche Konsequenzen wirken lassen und Tim dafür angeklagt, beziehungsweise hat er ihn gedroht. Doch was ist nun eigentlich passiert? Nun ja, bei dem Gewinnspiel ging es darum, dass der Zuschauer ein iPhone 13 gewinnen könnte. Der Zuschauer musste zu dem Zeitpunkt des Gewinnspiels den Beitrag geliked haben, wahrscheinlich auch kommentiert haben und auch dem Account von 24 Tim folgen. Halt die üblichen Methoden. Und als dann der Zuschauer wahrscheinlich als Gewinner bekannt gegeben wurde, ist der 24 Tim scheinbar wieder entfolgt. Tim fand das allerdings nicht ganz so nice, dass er ihm wieder entfolgt ist und demnach hat er auch nicht den Preis rausgeschickt, weshalb nun der Gewinner den Anwalt eingeschalten hatte. Boah, das kannst du glaube ich nicht bringen. Ich glaube, das kannst du nicht bringen. Und das konnte Tim nun wirklich gar nicht verstehen, dass der Gewinner seine versprochenen Gewinne auch noch erhalten soll. Und jetzt kommt das Krasseste, was uns beiden jemals passiert ist. Ihr wisst, wir verschicken ja teilweise bis 2 Uhr nachts die Gewinne und vielleicht erinnert ihr euch, müsst ihr gleich mal abstimmen. Letztes Jahr hat eine Person bei mir etwas gewonnen. Ich meine, es war irgendein elektronisches Gerät. Und zum Zeitpunkt der Auslosung ist diese Person mir aber nicht mehr gefolgt und hat somit auch die Teilnahmebedingungen nicht mehr erfüllt. Und ich wurde... Okay, wenn aber zum Zeitpunkt der Auslosung sie nicht gefolgt ist, aber warum konnte die Person dann überhaupt mitmachen da? Ich wurde ja auch noch beleidigt, weil ich alles 2 Wochen später erst verschickt habe. Dann habe ich Sven gefragt, ich habe Pietro gefragt und euch gefragt. Pietro meinte, wenn ich ihr das trotzdem schicke... Dann kriege ich noch einen reingedrückt von ihm und der haut mich. Ja, habe ich dann also auch nicht getan. Und wir hatten jetzt einen Klagebrief in unserem Briefkasten. Und ja. Aber wenn Tim halt öffentlich gesagt hat, ey, du hast dieses Gewinnspiel gewonnen, ich glaube, dann muss er es auch raussenden. Hätten wir das jetzt nicht rausgeschickt, wären es wahrscheinlich 1000 Anwaltbriefe geworden, immer mehr Geld. Deswegen, wir haben es jetzt doch einfach rausgeschickt. Aber da seht ihr mal, wie krank das einfach alles ist. Ich meine, wir hätten klagen können, natürlich, aber... What the fuck? Okay, also das, was Tim hier erzählt, das kann fast nur eine Lüge sein. Denn wenn... Ach so, es hat gelogen. Ach so, ja gut, ja, dann ist... Ja. Wenn der Zuschauer bei der Auflösung des Gewinnspiels dem Account nicht gefolgt ist und dadurch die Anforderungen nicht erfüllt hat, dann hätte man ihn auch gar nicht bekannt gegeben als Gewinner. Denn warum solltest du jemandem sagen, dass er gewonnen hat, wenn klar ist, dass er gar nicht die Regeln eingehalten hatte für das Gewinnspiel? Das macht absolut keinen Sinn. Ich denke vielmehr, dass der Zuschauer Tim so lange gefolgt ist, bis er als Gewinner bekannt gegeben wurde und dann ist er wieder entfolgt. Was ja auch komplett legitim ist. Doch die Krönung zeigt ja jetzt noch der persönliche Anwalt von 24 Tim und zwar heißt dieser Pietro Lombardi und er meinte dazu folgendes. Verklagen, dass sie das Handy nicht bekommen hat? Nee, okay, das Ding ist, ich muss dir das schicken. Du musst gar nichts. Du musst gar nichts. Du hast eine plausible Begründung dafür und zwar, es gibt ja keinen Vertrag für sowas, dass man das muss. Naja,
Ich glaube schon, dass es so eine Art von Vertrag gibt. Sie hat ja auch, also im Prinzip, wenn es einen Vertrag geben würde, hätten sie Vertragsbruch gemacht. So. Weil das, was sie gemacht hat, ist ja komplett asozial. Und am Ende des Tages entscheidest du immer noch selber. Und wenn du sagst, für dich persönlich war das zu penetrant und die hat beleidigt und was weiß ich und die hat das Handy für deinen Kopf mit. Hab sie halt über den Gewinn informiert, deswegen muss ich jetzt rechtlich schicken. Ja, das dachte ich auch so. Wenn du gesagt hast, ey, du hast das gewonnen, dann muss man, glaube ich, es senden. Nicht verdient, dann ist es so. Es ist Fakt. Also ich sag dir nur, was ich denke. Wie du es machst, ist egal. Ich glaube, Solmecke wird gerade hellhörig, wenn er so viel Scheiße zu hören bekommt. Das ist Fakt. Ich sag dir nur, was ich glaube, was ich denke. Geil. Also, wenn du ein Gewinnspiel veranstaltest, dann musst du dich auch an die Regeln halten. Und wenn du jemand bei der Auflösung versprichst, dass er einen Gewinn erhält, dann solltest du auch diesen Gewinn zuschicken. Und lustigerweise bist du dann auch verpflichtet, ihm das zukommen zu lassen. Denn sonst kann der andere einklagen und dann wird er auch gewinnen. Denn so wie es jetzt gerade Pietro gesagt hat, dann kann man auch direkt komplett willkürlich die Zuschauer auslosen. Und dann macht so ein zufälliges Giveaway auch gar keinen Sinn mehr. Immerhin hat sich Tim aber jetzt dazu entschieden, dieses iPhone trotzdem rauszuschicken. Und demnach sind jetzt hoffentlich beide Parteien relativ zufrieden und es gibt... Ja, das ist auch cool, dass er es gemacht hat. Das ist auch wichtig, dass er es gemacht hat. Jetzt keine weiteren Diskussionen darüber. Ich meine, wir wollen ja jetzt hierbei kein ApoRed und auch Leon Mascher haben, die ihre Gewinnspiele nicht auflösen. Fazit. 24Tim hat sich in den letzten 1-2 Jahren echt jede Menge Scheiße erlaubt. Und dass sein Verhalten in vor allem sehr kritischen Situationen auch noch extrem gefeiert wird, zeigt einfach, dass junge Menschen noch nicht wirklich reflektieren und sich Dinge hinterfragen. Von mir aus kann man einen Tim supporten, man kann ihn auch feiern, ihn unterstützen, was das Zeug hält. Jedoch ist es auch absolut wichtig, bei sehr kritischen Situationen auf Fehler aufmerksam zu machen und das nicht bedingungslos zu feiern. Es ist auch nicht gut, seinem Idol jedes Mal zu schreiben, dass man, egal was passiert, hinter ihm steht. Denn es kann immer Situationen geben, bei denen der Lieblingscreator richtig reinscheißt, eine extrem verwerfliche Situation hervorruft und dann sollte man vielleicht nicht dahinter stehen und ihn dafür noch supporten. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einfach mal ein Bild über die Schattenseite von 24Tim zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und kommentiert auch gerne das Video, wie ihr 24Tim findet. Und jetzt folgt mir unbedingt noch auf Twitch. Ey, war ein lustiges Video. Was ist das lustig? War ein informatives Video auf jeden Fall. Klar, ein paar Sachen wusste ich schon und so, klar. Dennoch, falls ihr Bock habt auf mehr Reactions, ne, folgt doch gerne hier rein. Schaut gerne bei Alpha Kevin vorbei, lasst gerne ein Like da. Und schreibt auch gerne hier in die Kommentare, wie ihr Tim findet. Haut rein, bis dann. Kussi, ciao, ciao.